Und damit herzlich willkommen zu dem Video, warum Gleichmittel Abschaum ist. Ja, ihr seht es im Titel bereits. Hier ist das Ananas. Ich mag ihn nicht wahrscheinlich, genau. Und mit dabei ist. Aka Mayo, der geilste. Genau. Krass. Ja, und jetzt kommt das Intro. Tschüss. Ja. So, wollen wir direkt zum Thema kommen? Warum wir Gleichmittel nicht mögen, beziehungsweise warum ich nicht, ich weiß nicht, ob du Gleichmittel magst, vielleicht magst du ihn ja. Nein, warum denn das nur? Also, allein die 8x1-Szene hat er dich komplett gefickt. Ja, also es gibt halt mehrere Gründe, weshalb man Gleichmittel nicht mögen kann oder beziehungsweise nicht mögen muss. Ja, und ich habe mir tatsächlich mal, ich habe ein kleines Konzept vorgeschrieben, beziehungsweise ein kleines Textdokument, in dem ich so ein paar Sachen aufgeschrieben habe und die werde ich jetzt mal nacheinander so euch erzählen, was man da so erlebt hat und wie kacke das war und wieso es kacke war. Und ja, also zunächst fängt es damit an. Ich war damals, wie einige viele von euch vielleicht wissen, im Eisvision-Team. War doch relativ lange Zeit eigentlich. Aber bin da jetzt nicht mehr drin. So. Da kam dann irgendwann mal eigentlich Mitte auf den Server und meinte, ja, hier, dies, das, Ananas. Ich würde euren Server hier aufnehmen und pushen und so. Und da war ganz klar gesagt, okay, sobald du ein Video über den Server machst, kriegst du den YouTuber-Rang. Weil, ist für alle die gleiche Regel. So, da hat er bereits angefangen rumzunörgeln und meinte, ja, nee, ihr könnt mich mal und so ein Sch also, weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber so vom Sinn her halt. Hat rumbeleidigt und so ein Scheiß. Und angefangen so zu schreien, von wegen, ja, nee, will so und so. Ja, das ist halt die. Alles klar, Bett weg. Nice. Das ist halt die erste Sache. Und dann halt die zweite Sache ist, was auf dem Eisvision-Server passiert ist, dass Leute den Mitte-Trap geschrieben haben, weil keiner gleich Mitte mag. Ist halt einfach faktisch belegbar. Oder kaum einer. Passt noch, ja, oder? Ja, das passt noch, das kriegen wir noch hin. Und ich muss gerade gucken, wie ich ans Gold komme, ohne zu sterben. Wo ist das Gold hier? Ah, hier. Weil mit Gold kriegen wir vielleicht sogar die Runde noch gewonnen. Auch wenn ich jetzt eine auf Mini gleich Mitte mache. Na egal. Jedenfalls ist das immer so das grob, was von Eiswürden passiert. Also er wollte halt sofort, dass wir Leute, die ihn beleidigen oder Mitte-Trap oder sonst was schreiben, instant gebannt werden. Weil das ist ja keine Wohlfühl-Dings, was auch immer für ihn. Und dann wird gesagt, sorry, das ist unser Server, da entscheiden wir schon selber, was wir bannen und was wir wie behandeln. Und da ist halt schon wieder ausgerastet und so ein Scheiß. Und ja, ist halt nicht so der geilste Charakter für einen Typen, der mittlerweile 100k hat, glaube ich sogar, ne? Naja. Ja, ist das traurig. Der Johannes. Der Johannes, ja. Naja. Und der ist halt einfach komplett respektlos zu jedem und. Naja, einmal mit dem TS, dann ihr wisst, was ich da meine. Ja, und außerdem, das Lustigste war sowieso danach noch. Wir haben ja auch noch ein bisschen auf Twitter mit dem rumgeschrieben und so ein Scheiß. Ach, du bist gerade bei denen. Ja, aber der mit dem Eisenberg nicht zugebaut. Also das heißt, ich krieg's halt nicht. Dann halt ihn noch ein bisschen. Und überleb. Ja. Wie bist du zu denen gekommen? Hast du jetzt hingebaut? Nein, von dem Seiten halt nicht. Nope! Ich bin einfach runtergelaufen. Easy. Da war kein Weg mehr. Naja, scheiß drauf. Ich lasse die Aufnahme trotzdem. Ja. Und zwar, ja, das ist halt einmal grob das, was zu dem Mittel zu sagen ist. Er ist halt einfach ein scheiß Verhalten an den Tag gelegt, was man in keiner Weise irgendwie akzeptieren kann oder sonst was. Und deswegen ist es einfach ein Charakter und ein Mensch, den ich niemals missen werde. Beziehungsweise froh bin, wenn er wieso auch immer weg sein sollte. Oh, das wäre geil, wenn du es holst. Ach, die bauen den Block wieder ab. Ja, und er hat halt die komplette Bedwars-Szene zerstört. Beziehungsweise hauptsächlich 8x1, weil sein ganzer Stil, wie er vorgeht mit Cobwebs und immer sofort auf Gold und so ein Scheiß, das ist halt einfach. Ja, natürlich gewinnt man damit, das würde ich ja gar nicht bestreiten. Aber es ist halt einfach kein schönes Spiel quasi. Das macht dann einfach keinen Spaß mehr, vor allem für den Rest.
Ach, wie geil, die hat sich gerade gegenseitig bei Block abbauen verhindert und jetzt sind sie fertig mit abbauen. Oh mein Gott! Achtung, er hat ein Schwert, Achtung, Schwert, 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 Schwert. Ja, bin mal schüchtern. Er ist ja so kurz davor, Mann. Ja, und naja, auf Twitter haben wir uns danach noch ein bisschen unterhalten. Also hat er einen blöde Tweets rausgehauen, die haben, also Icewish hat blöde Tweets rausgehauen. Und. Ja, schade, verloren, aber egal. Und ja, dann habe ich halt einfach mal auch mal geschrieben: Ey, gleich mit, ich bin auch ein Icewish, warum hast du mich nicht blockiert? Ja, einen Tag später war ich auch blockiert. Und ja. Ja, das ist einmal das kurze Video. Warum gleich Mitte nicht der beste, beziehungsweise nicht der geilste Wettbewerbsspieler ist und vom Menschen ja auch nicht der geilste. Ja, willst du noch irgendwas dazu sagen? Ja. Und zwar? Mitte safe, alles safe. Mitte safe, alles safe, genau. Oh, ich hab's sogar jetzt in der Aufnahme noch geschafft, was einzublenden am Ende. @klavierdude auf Twitter, ja. Übrigens, ich bin am Wochenende auf der Leipziger Spielzeugmesse, also werden wahrscheinlich keine Videos kommen von Samstag bis zum Montag. Und ja, wenn ihr da irgendwas aktuell sein wollt, warte, was nochmal? Twitter! Guckt! Warte mal, Twitter. Ich muss erst wieder auf 1. So. So. Schaut auf Twitter vorbei. @klavierdude. Seht ihr eingeblendet. Ja. Das war's dann auch schon. Dann gibt's ja gar nichts zu sagen. Tschüss, viel Spaß noch. Und ja, willst du auch nochmal Tschüss sagen? Jo, ciao. Alle Targeten, die mit dem Namen haben. Genau, alle Targeten, die mit dem Namen haben, weil die haben's einfach verdient. Tschö. Ciao.